Mustang von 1966, steht seit 2005, teilweise noch im originalen Ivy Green Metallic. Innenausstattung ist verwohnt, ist noch die originale, hintere Sitzbank ist noch in Ordnung, Boden sehr sehr gut erhalten, etwas Flugrost und das war's. Er hat nicht einmal die obligatorischen Roststellen da vorne an der Türe, der Boden ist hervorragend, abgesehen von einer kleinen Ecke, wo er mal aufgesessen ist, wo im gesunden Blech ein Riss von 2 cm ist. V8 C-Code, Motor dreht, wir haben nicht versucht ihn zum Starten zu bringen, weil erst diverse Sachen erneuert werden müssen, wie Öl, einfach mal durchgeschehen. Der Vergaser ist neu, ist ein Holly, ebenso die Spinne schaut neu aus, ist ein Edelbrock. Sonst ist alles serienmäßig hier vorne. Reifen sind neu, sind White Letter. Die weiße Schrift ist innen. Sind 215/70 entsprechend der Originalbereifung vom Abrollumfang. Aber für die Felgen, die montiert sind, etwas zu gute breit. Rahmen. Gute Torquebox, sehr guter Boden. Hier ist er mal aufgesessen, da ist ein kleines Loch, nicht durch Rost. Den Boden haben wir zwischenzeitlich nach unten gezogen und den Riss zugeschweißt. Unten auch alles gut noch erhalten. Richtig gute Basis. Man kann auch keinen Unfall erkennen. Motor dreht, haben wir nicht versucht laufen zu lassen, da das Pony schon viele, viele Jahre gestanden ist.